Idealism prevails. Make the world a better place. Habe die Ehre und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Idealism Prevails Kitchen Talks. Ich freue mich heute, die Oberösterreicherin Daniela Holzinger-Vogtenhuber begrüßen zu dürfen. Hallo Daniela, schön, dass du die Zeit hast. Danke für die Einladung. Daniela Holzinger hat Politikwissenschaften studiert. Sie ist strategische Moderatorin und Politikberaterin und seit 2013 Abgeordnete zum Nationalrat für die Sozialdemokratische Partei. Lass uns zu Beginn vielleicht kurz auf deinen Weg vor deiner Zeit in Wien eingehen. Du bist ab 2009 Mitglied des Gemeinderats in Gampern und ab 2011 warst du Vorstandsmitglied der Volkshilfe Vöcklabruck. Vor alledem aber ist dir bei einer politischen Umfrage die Frage, was wollen Sie persönlich verändern, untergekommen und du hast daraufhin beschlossen, ich mache das jetzt selber. Ja, so in der Art war es, also ganz kurz zusammengefasst. Es ist einfach damals eine Umfrage in der Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde Gampern in Oberösterreich herausgegeben worden und an alle Jugendlichen versandt worden. Und bei dieser Umfrage habe ich mich beteiligt. Und mir war es eben wichtig, jeder hat gewusst, was würde denn in der Heimatgemeinde verändern. Und mir sind etliche Punkte eingefallen und am Schluss war die Frage, ob man sich ja selbst politisch betätigen würde. Und ja, da habe ich mir dann nicht die Frage gestellt, okay, viel Input habe ich einbracht, aber bin ich jetzt auch wirklich bereit dazu, dass ich daran mitarbeite, dass ich es umsetze. Ich habe damals ja angekreuzt und dann war es eigentlich schon erledigt. Also somit war ich in dem politischen Geschehen drinnen und habe selbst mitarbeiten können bei einigen Projekten. Du hast ja dann sozusagen auf der Suche nach einer Arbeit im politischen Bereich deine potenzielle Arbeitgeberin, um es sportlich zu sagen, sozusagen ausqualifiziert. Wie kam es? Na, eigentlich hat er einen größeren Background. Ich habe mich damals 2007 dazu entschlossen, dass ich Politikwissenschaft in Salzburg studieren möchte. Und bin so an die Sache herangegangen, dass ich mir einfach gedacht habe, ja, es interessiert mich. Wie läuft das Ganze ab? Wie wird Gesetzgebung gemacht? Wie kommt es zu Entscheidungen? Und dann hat einmal in einem Seminar ein Professor die Frage gestellt, und wer von euch allen, hat alle Politikwissenschaftsstudenten angesprochen, ist eigentlich irgendwo politisch tätig, in einem Gemeinderat, eventuell schon im Landtag oder was auch immer. Und das haben alle durchgehend gesagt, nein, eigentlich niemand. Und das war so ein augenöffnender Moment, wo ich mir einfach gefragt habe, warum nicht? Warum nur die theoretische Seite beleuchten und nicht die praktische? Das war dann ungefähr zeitgleich auch mit dieser Umfrage, die da damals gestartet worden ist in meiner Heimatgemeinde und war für mich so der Einstieg in die Politik, dass ich gesagt habe, für mich selbst, ich möchte politisch selbst auch mitarbeiten. Zu der heutigen Aufgabe, der ich mich widmen darf als Abgeordnete, bin ich eigentlich durch die Frage gekommen, Nachfolgeregelung meiner damaligen Vorgängerin, die eigentlich eine sehr spannende Frage war. Weil das Parteiensystem an sich so funktioniert, dass oft Genossinnen und Genossen die Ehre haben, am Ende ihrer Karriere oder halt als Lob für die dankenswerte lange Arbeit Abgeordnete zu werden. Und für mich ist aber damals einfach ja, die Frage aufgekommen, soll es so sein? Oder soll eigentlich Leistung und Engagement den Ausschlag geben? Wer wird Abgeordneter? Wer darf die Bevölkerung in seinem Wahlkreis vertreten? Und damals habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich will mich bewerben. Ich bin bei allen Ortsparteien vorstellig geworden, habe mich mit meinen Zielen, Inhalten beworben, mit einer Präsentation beworben. Und was ganz, ganz, ganz entscheidend und ausschlaggebend war, war einfach damals der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will nicht, dass ein kleiner Kreis entscheidet, wer nachfolgt, sondern dass die Autorität dazu haben, solche Entscheidungen zu treffen, nämlich jede Ortspartei, jede Vorfeldorganisation mitentscheiden dürfen. Und damals habe ich durch diesen Zugang und durch diesen direktdemokratischen Ansatz 60% aller Unterstützungen erhalten gegen zwei Gegenkandidatinnen und somit war ich Spitzenkandidatin für meinen Wahlkreis, also für meinen Bezirk und dann in weiterer Folge auch auf der Wahlkreisliste. Dann ist erst der echte Wahlkampf losgegangen, der Nationalratswahlkampf. Und du warst ja zu der Zeit schon, also noch relativ jung sozusagen, ich glaube mit 26 oder bist du dann erstmals sozusagen in den Nationalrat gekommen. Kommt hin. Wie ist dir das sozusagen mit diesen jungen Jahren ergangen? Was war da die größte Herausforderung am Anfang? Aber ganz am Anfang zu Beginn, wie läuft was ab?
Also einfach sich hineinzufinden in das, wie läuft es ab von einem Ausschuss bis das schlussendlich dann, wo kann man sich einbringen, wo kann man Sachen nur verändern. Ich habe ganz, ganz lang gebraucht, bis dass ich wirklich für mich herausgefunden habe, wo, zu welchem Zeitpunkt muss ich mich inhaltlich melden, damit ich nur irgendwas ändern kann. Und zu welchem Zeitpunkt ist es bereits geschehen? Auch wenn es noch nicht abgestimmt ist im Nationalrat. Aber zu welchem Zeitpunkt ist es so weit vorab entschieden, dass sich nichts mehr ändern lässt? Und das waren so das Handwerk einfach erlernen. Also das waren so die größten Herausforderungen am Anfang auf alle Fälle. Mittlerweile hast du ja schon einige Jahre Berufserfahrung als Nationalrätin sozusagen. Jetzt bist du aktuell im Familienausschuss, im Unterrichtsausschuss und im Ausschuss für Konsumentenschutz. Kannst du vielleicht kurz für jemanden, der jetzt mit politischer Arbeit an sich oder parlamentarischer Arbeit an sich nicht so viel anfangen kann, nur kurz einmal deinen Arbeitsalltag sozusagen ein bisschen umreißen? Ja, also der meiste Zeitaufwand, den ich für mich selber brauche, der betrifft ganz konkret Einlesen in konkrete politische Aufgabenstellungen, Materien. Es sind verschiedenste Vorschläge am Tisch, was ist das Pro, was ist das Contra, in welche Richtung soll jetzt gehen. Und was für mich ganz entscheidend war und ist auch, in dem, was ich wem sagen würde, wie politische Entscheidungen getroffen werden, wo mein Fokus immer liegt, ist, ich will, dass sachfremde Entscheidungen bei jeder Entscheidung eigentlich draußen gehalten werden. Ich will, dass es um den Inhalt geht. Um das ist gut, ist schlecht. Sollte man was weiterverfolgen, weil es gut ist für Teile der Bevölkerung, für die gesamte Bevölkerung, für die Jugend oder wie auch immer. Und es sollte nicht noch entschieden werden, Dienst der eigenen Organisation, kann man damit dem anderen irgendwie was zu Fleiß tun. Also das sind so Punkte, die ich einfach draußen haben möchte aus der Politik. Und also die geht also sehr um sachliche in dem Sinne. So wie man es auf der Universität damals eigentlich im ursprünglichen Sinn diskutiert hat. Das war für mich oder ist für mich auch bis heute, ich mache heute meinen Master auf der Uni in Salzburg eben fertig. Und da war es für mich und ist es immer so erfrischend, dass man Themen wirklich sachlich analysiert. Dass man hergeht und sagt, was steht dafür, was spricht dagegen, welche Studien gibt es dazu. Und das ist oft, das vermisse ich oft in der täglichen politischen Arbeit, dass wir eigentlich oft mit ganz vielen Argumenten konfrontiert sind, die sachfremd sind. Und das hat keinen Platz in der Politik. Das demotiviert und das demotiviert auch die Bevölkerung und sie schalten auch ab, was voll verständlich ist. Dann gehen wir vielleicht kurz gleich in dein Tätigkeitsgebiet, sozusagen Stichwort Familienausschuss. Ja? Mhm. Und zwar fangen wir da bei den lieben Kleinen an, und zwar bei denen, die eben im EU-Ausland leben. Ja? Mhm. Wenn die Eltern dieser Kinder in Österreich arbeiten, dann steht denen der volle Bezug an Kinderbeihilfe zu. Mhm. Und die FPÖ fordert jetzt eine Anpassung an die Lebenserhaltungskosten in dem jeweiligen Land oder an die Verhältnisse im jeweiligen Land, wo das Kind sozusagen lebt. Um eben steigende Ausgaben bei den Familienbeihilfen zu unterbinden oder dem entgegenzuwirken, zu Recht? Ich glaube, man muss das ganz detailliert anschauen. Es sollte jetzt keine Politiker-Floskel-Antwort sein, aber für mich steht ganz klipp und klar fest, warum hat es die Familienbeihilfe gegeben? Warum gibt es sie und warum ist sie entstanden? Um die Unkosten, die einem entstehen, abdecken zu können, um das Ganze einfach handelbar zu machen. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, es kommen Kosten auf mich zu. Und die Kosten sind je nach Land unterschiedlich. Es gibt Länder, in denen sind sie höher und es gibt Länder, in denen sind sie niedriger. Das ist eben genau diese Grundsatzdiskussion, die wir im Club führen, die wir intern führen. Und ich muss sagen, ich verstehe auf der einen Seite natürlich, dass alle, die in denselben Topf einzahlen, sollen gleich viel rauskriegen. Aber auf der anderen Seite sehe ich es genauso, der Sinn der Familienbeihilfe ist das Decken von Kosten, die auf einem zukommen. Und wenn in einem Land, wo zum Beispiel mit zwei Kindern die Familienbeihilfe so hoch ist wie ein Medianeinkommen, dann ist es sehr wohl ein Pull-Faktor, dass man sagt, okay, man nimmt auch einen Job, der vielleicht unter- und schlecht bezahlt ist, wie bei uns in Österreich die Pflegetätigkeit, weil es eben mit der Familienbeihilfe schlussendlich ausgeglichen wird. Und das soll jetzt nicht sein. Wir müssen uns eine nachhaltige Lösung einfallen lassen, was die Pflege betrifft. Man kann das nicht einfach auf ausländische Arbeitnehmerinnen, die dann Monate weg sind von der Familie, auslagern. Also das bedingt so viele Fragen. Und das einfach jetzt zu sagen, ja oder nein, ja, ich bin der Meinung, es soll die Unkosten abdecken, und deshalb meiner Meinung nach auch an die Lebenserhaltungskosten dementsprechend angepasst werden. Sowohl im positiven als auch im anderen Sinne, im negativen Sinne. Wenn die Familienbeihilfe die steigt, oder die Ausgaben steigen wieder sozusagen, es ist 2010 war es bei 3,5 Milliarden circa, es ist dann ein bisschen zurückgegangen und 2015 vermutlich jetzt einmal zurückzuführen auf die Migrationsbewegung sozusagen, ist es dann wieder auf gut 3,4 Milliarden gestiegen. Wo könnte man deiner Meinung nach da ansonsten einsparen?
Ich glaube nicht, dass wir im Familienbereich wirklich über die Einsparungen diskutieren sollten. Also wir reden ja aktuell über Flaffsenkungen, was Lohnnebenkosten betrifft. Also von Seite der Ministerin Kammersin ist immer garantiert worden, dass eine Flaffsenkung nie dazu führen wird, dass wir Familienleistungen, oder solange sie Ministerin ist, kürzen werden in dem Sinn, dass man einsparen muss. Ich glaube, dass die Diskussion, die da geführt wird, zwar eine ist, die einen schlussendlich aufs Tapet gebracht worden ist von Schwarz und Blau, aber dass man sich der Diskussion auch stellen muss und da jetzt nicht irgendwie sagen kann, okay, nein, wir sind dabei dass, oder dafür, dass man gar nichts ändert, sondern dass man es einfach analysiert und sagt, was war der Sinn der Familienbeihilfe schlussendlich und am Anfang der Diskussion. Wir haben auch Diskussionen, wo man damit konfrontiert wird, dass die Familienbeihilfe nicht inflationsangepasst wird, dass sie nicht in dem Maß steigt, wie es eigentlich sollte. Aber das ist meiner Meinung nach eine sehr ÖVP-lastige Diskussion, wenn ich es so nennen darf, weil es einfach um Geldleistungen geht. Und mein Zugang ist, dass eine Sachleistung nur immer das Gerechteste ist, was am Kind, am Kleinkind zukommen kann. Weil die kommt wirklich eins zu eins bei dem Kind an. Und wenn man nur anschaut, ist die Familienbeihilfe gestiegen in den letzten Jahren oder nicht? Ja, sie ist gestiegen, natürlich nicht inflationsangepasst, nicht indexiert, aber es hat in der Zwischenzeit so immens viel Ausbau und Sachleistungen gegeben. Wenn man das einrechnen würde, wäre man weit darüber hinaus, was die Indexierung betrifft. Okay. Bundeskanzler Christian Kern fordert in seinem Plan A eine Betreuungsquote von 40% bei unter Dreijährigen und ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr. Dein neues Programm betitelt du mit Wer A sagt, muss auch beitragen. Mhm. Wie sieht dein Beitrag zur Kinderbetreuung aus und aber vor allem, von wem forderst du einen solchen Beitrag ein? Weil bei dem Titel könnte man das durchaus vermuten. Also grundsätzlich mein Beitrag zur Kinderbetreuung, also mein Zugang, ist einfach der, dass es für jene, die den Bedarf haben, das heißt Angebot und Nachfrage, wenn ich den Bedarf habe, ich brauche einen Kinderbetreuungsplatz, dann muss der gegeben sein. Also der Staat muss einfach dafür da sein, dass er mir das Angebot schafft. Aber die Entscheidung, ob ich eine Kinderbetreuung für meine Kinder in Anspruch nehmen würde oder nicht, muss bei der Mutter, beim Vater, bei den Eltern liegen, wenn es gleichgeschlechtliche Paare sind. Also es muss einfach bei den Eltern die Entscheidung schlussendlich sein. Es darf kein ökonomischer Zwang dahinter stecken, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt wieder einen Job, weil sonst kann ich mir es nicht mehr leisten, sondern mein Wunsch, mein Antrieb in die Richtung, in die ich arbeiten will, ist der, dass es eine freie Entscheidung sein soll. Und für mich selber, ich würde mir es wünschen, wenn ich bei meinen Kindern mal zu Hause bleiben kann, bis das der verpflichtende Kindergarten losgeht und der erste Bildungsweg eingeschlagen wird. Kommen wir kurz zur Jugend noch. Momentan gibt es ja die Debatte ums Rauchverbot für unter 18-Jährige. Mhm. Nur um kurz die Zahlen zu nennen. Also 2014 hat ein Drittel der Menschen zwischen 15 und 29 in Österreich täglich geraucht. Das sind ja doch um 2% mehr nochmal als 2007 sozusagen. Mhm. Ist das Verbot die logische oder die Konsequenz aus einer Raucherprävention, die bei jungen Menschen offenbar nicht so gut greift? Die Anhebung des Alters auf 18 Jahren, also die Grundsatzdebatte kann ich sehr gut nachvollziehen. Also der kindliche oder der jugendliche Körper ist erst mit 18 Jahren wirklich ausgewachsen. Zuvor mit dem Rauchen zu beginnen, ist bisher zwar die freie Entscheidung gewesen, man hat sich selber nichts Gutes da damit. Also das muss ich ganz offen sagen. Wenn der Körper nicht ausgewachsen ist, dann ist es einfach schlecht für die Lunge, wenn ich in dem Alter schon zum Rauchen anfange. Das sagen uns viele internationale Studien, das sagen uns andere Länder vor, die bereits das Alter mit 18 Jahren festgesetzt haben. Diesen Zwiespalt aber, was die Mündigkeit betrifft, mit 16 Jahren wählen gehen zu dürfen, aber erst mit 18 Jahren dann rauchen zu dürfen, den finden wir ja in vielen Bereichen. Ich meine, alleine was der Alkoholkonsum betrifft, haben wir in Oberösterreich die Situation, dass ich heute alkoholische Getränke auch erst mit 18 Jahren zu mir nehmen darf. Bier, schon vorher, aber härtere Getränke. Warum? Weil es diesen gesundheitlichen Präventionsgedanken hat. Und das sehe ich auch in dieser Raucherdebatte. Ich sehe den Bias, ich sehe genau diese Mündigkeitsdebatte auch. Die ist auch jene, die ich ja angesprochen habe und auch kritisiert habe, weil ich einfach mir überlege, was habe ich mit 16 Jahren, also nicht wirklich mich für Politik interessiert. Da habe ich andere Sachen im Kopf gehabt. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die haben mit 16 Jahren schon voll das politische Interesse und wollen sie beteiligen. Man soll das auf der einen Seite ermöglichen, aber ich glaube, die Gesundheit der Jugendlichen auch dementsprechend schützen. Und eine Debatte, die ich in dem Zusammenhang auch angestoßen habe, was
das Gesundheits- als auch das Familienressort betrifft. Es war mir ganz wichtig, wenn wir schon darüber reden, dass man über den gesundheitlichen Schutz der Jugendlichen spricht, dann möchte ich nicht, dass man die Kleinsten vergisst. Dann möchte ich nicht, dass man Kleinkinder vergisst, die sie es nicht aussuchen können, ob sie in einer rauchbelasteten Umgebung leben, aufwachsen wollen oder nicht. Und was ist dort das Ansinnen, sozusagen die Kleinen vor dem Passivrauchen zu schützen? Also der konkrete Gedanke war, das war ein Erlebnis, das ich einfach selber mitgekriegt habe. Es war in einem Restaurant in meinem Bezirk, wo es einen Raucherabteil gibt. Und nach dem Essen einfach dort eine Mutter mit ihren Kindern, eins im Kinderwagen und das andere so an der Hand, vielleicht 3 Jahre oder was, in den Raucherbereich drinnen gesessen ist und dort ihr Recht, ihre Zigarette geraucht hat. Aber was nicht das Recht ist, ist, dass das Kind in diesem Raucherbereich ebenfalls drinnen sitzen muss und diesen Nebel und diese Passivbelastung mitkriegen muss. Also das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und da denke ich einfach, da braucht es genau diesen Schritt, der Schutz der Jugendlichen, sowie auch in Autos. Also es gibt persönliche Schilderungen in meinem Verwandtenkreis, wo ich Kindergartenpädagoginnen habe, die mir schildern, dass die Kinder in der Früh abgeben werden, das Stofftier wie auch die Kuscheldecke nach Rauch riecht. Das heißt, es wird im privaten Bereich, aber ganz speziell auch in Autos geraucht, wenn Kleinkinder dabei sind. Und das sind so Punkte, wo ich glaube, da wäre es nur dringender, dass man einen Hebel verändert, damit das nicht mehr möglich sein darf. Das heißt, eine gesetzliche Regelung zum Beispiel, dass wenn Kleinkinder im Auto oder überhaupt Kinder im Auto anwesend sind, sozusagen, dass da ein Rauchverbot her. Wie glaubst du, kann man das exekutieren? Ich glaube, man kann es auch exekutieren, ob ich ein Kind anschneue oder nicht. Da hat es ja auch anfangs die Diskussion gegeben, na, die Eltern haben die Verantwortung und werden es schon machen. Aber schlussendlich ist der Schutz des Jugendlichen und des Kindes so weit im Vordergrund gerückt, dass man es exekutiert und dass man es kontrolliert. Und genau das kann man auch mit Rauchen im Auto machen. Okay. Gehen wir kurz in Richtung Bildung. Ja. Vor kurzem hast du bei einer Plenarsitzung eine begeisterte Rede an und für sich für die Berufsreifeprüfung gehalten. Ein erster Schritt auf dem Weg in eine Gesellschaft mit weniger vererbter Bildung und mehr Chancengleichheit? Auf alle Fälle. Also vielleicht deshalb so begeisternd, weil es mich einfach fasziniert, dass junge Leute oder auch dann im Erwachsenenleben für sich nur mal die Entscheidung treffen, hey, hallo, okay, ich habe vielleicht einen Weg eingeschlagen, der mir jetzt nicht mehr so taugt. Und der Staat gibt die Möglichkeit, durch auf der einen Seite den ersten Schritt Lehre mit Matura, aber auf der anderen Seite die Berufsreifeprüfung, dass ich nochmal anschließen kann an eine Fachhochschule, an eine Universität. Und wir haben es gesehen von den Zahlen her, und ich habe das auch in meiner Rede natürlich erwähnt, dass Jugendliche, die diesen Schritt gehen, der Berufsreifeprüfung, doppelt so oft einen Hintergrund haben, wo die Eltern eben, sage ich jetzt mal, einen Pflichtschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss haben. Und im anderen Bereich, in der AHS, Matura etc., sind die Jugendlichen haben doppelt so oft Eltern, die genau diesen Abschluss haben. Und da ist einfach, oder höhere, ebenfalls Matura haben etc. Also was man einfach sieht, ist, dass Jugendliche zu einem späteren Punkt in ihrem Leben die Entscheidung treffen, okay, ich möchte mich nur weiterbilden. Und ich möchte eigentlich dieses lebenslange Lernen, was auch immer propagiert wird, natürlich auf der einen Seite eine Belastung ist, weil man immer weiß, okay, man muss noch mehr machen, aber auf der anderen Seite auch die Chance irgendwie ist, dass man nur was verändern kann in seinem Leben und was machen kann, was am Tag. Und das genau ermöglicht die Berufsreifeprüfung. Glaubst du vielleicht, dass das ein bisschen ein Indikator auch dafür ist, sozusagen, dass junge Menschen sich einfach dann zum Teil auch schwer tun, mit so jungen Jahren quasi dann zu entscheiden konkret, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Ich glaube, dass es einfach von Anfang an hakt. Also wenn ich mit 10 Jahren mich schon entscheiden muss, in welche Richtung gehe ich überhaupt. Mhm. Und die Entscheidung wird ja oft nicht von den Jugendlichen selbst getroffen. Also mit 10 Jahren zu sagen, wie in einer neuen Mittelschule oder gehe ich doch in eine AHS-Unterstufen, die wird nicht von den Jugendlichen, glaube ich, zum größten Teil getroffen. Also es war schon immer der Wunsch, in eine Gym zu gehen oder in eine Sporthauptschule, wie es damals war oder so. In meinem Fall eine Musikhauptschule, weil mir einfach der Bereich gelingen ist, ich wollte nie ins Gymnasium. Also das war so. Aber die Eltern sind der Background eben. Und wenn man dann sieht, dass sie eben diese Bildung vererbt und die Eltern die Entscheidung treffen, in welche Richtung sollte mein Kind gehen, dann haben wir da den ersten Knackpunkt in der Bildungslaufbahn, in der Bildungskarriere. Und das gehört weg und dann ist, glaube ich, auch möglich, dass ein Jugendlicher erst in einem höheren Alter, wo er schon reifer ist und wo er ja, einfach mehr schon mit beiden Füßen im Leben steht, für sich sagt, das möchte ich in meinem Leben machen und die Richtung möchte ich gehen.
Beim Hochschulthema forderst du, ich zitiere, auch bei einem beschränkten Platzangebot sicherzustellen, dass österreichische Studienanwärter den Studienplatz vor ausländischen Gästen, wie zum Beispiel aus Deutschland, eben erhalten. Es hat der EuGH 2007 Österreich bereits einmal verurteilt, und zwar wegen der Diskriminierung von Unionsbürgern bei der Zulassung zu Universitäten. Ist bei der Forderung nicht ein bisschen die Gefahr da, dass es wieder in so eine Richtung geht? Man wird sehen. Oder man lässt es sein und macht keine Studienbeschränkungen. Also ich bin einfach der Überzeugung, wenn ich hergehe und als Staat sage, ich habe einen gewissen Pool an Steuergeld zur Verfügung und ich will damit Studienplätze schaffen, dann muss ich garantieren können, dass meine Jugendlichen studieren können. Und wenn ich das nicht garantieren kann, dann ist irgendwas falsch. Dann hakt es irgendwo im System. Wenn junge Leute Medizin studieren wollen und es sind keine Plätze nicht mehr gegeben, weil man so viele ausländische Studierende Plätze gegeben hat, dann ist wo was falsch. Und da muss man sich eben überlegen, wo setzt man an, damit man eventuell nicht mit dem EuGH in Konflikt kommt. Oder man lässt es einfach sein und sagt, okay, Maximalanzahl an Studierenden, man unterstützt es, man fördert es in eine gewisse Richtung, dass man Jugendliche motiviert und auch die Chance gibt, dass überhaupt in die Richtung den Studienweg einschlagen können. Es ist gut, dass du die Medizin sozusagen ansprichst, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass viele Mediziner, die sozusagen das Studium abschließen, in Österreich nicht wirklich sozusagen gleich unmittelbar für diese Qualifikation einen Job kriegen. Da ist eben auch die Gefahr da, ein bisschen, dass diese qualifizierten Arbeitskräfte ins Ausland abwandern. Wie siehst du das? Auf der einen Seite denke ich mir, ich habe den zweiten Aspekt, dass viele bei uns studieren, weil es eben mal Studium der freie Zugang ist, also ohne Studiengebühren, und dann ins Ausland arbeiten gehen, was die Verdienstmöglichkeiten betrifft und natürlich auch die Jobaussichten. Aber dann haben wir einen Ärztemangel bei uns. Das heißt, wir bilden aus und eigentlich haben wir nichts davon alles. Was hat der durchschnittliche österreichische Steuerzahler davon, dass er ein Studium finanziert, wo dann die Ärzte einfach davon rennen? Genau das habe ich gemeint mit den Anreizen setzen, mit dem, dass man sagt, okay, man erdenkt sich, man kreiert ein System, wo man hergeht und sagt, okay, wer bei uns studiert, hat im Anschluss die Möglichkeit oder auch die Verpflichtung, bei uns im Staat tätig zu sein. Als Arzt sich niederzulassen, ob im hausärztlichen Bereich oder wie auch immer, oder in Krankenhäusern, seinen Beruf auszuüben. Einfach als, sag jetzt mal, das, was man vorher profitiert hat vom Staat, wenn man gratis studieren hat, dürfen einen gewissen Teil wieder der Bevölkerung zurückzugeben. Why not? In einem aktuellen YouTube-Video sagst du Folgendes. Ganz besonders freut mich, dass wir jetzt kurz davor sind, einen flächendeckenden Mindestlohn einzuführen. Bereits in meinem Grundsatzprogramm aus 2013 habe ich dafür plädiert, dass Vollzeitarbeit zumindest 1500 Euro wert sein muss. Der Ball liegt bis Juli 2017 bei den Sozialpartnern. Finden Sie keine Einigung über Kollektivverträge, wird der Mindestlohn per Gesetz festgeschrieben. Jetzt verdient eine Reinigungskraft laut Handelskollektivvertrag mindestens 1500 Euro im Monat. Und nach 10 Dienstjahren sind es 1520, also ein läppischen 20er mehr. Mhm. In Niederösterreich wurde ein Resolutionsantrag auf 1700 Euro Mindestlohn von der ÖVP abgelehnt. Okay. Und zwar gerade erst 2015. Aber wir stehen kurz vor einer flächendeckenden Einführung der Mindestsicherung. Also Entschuldigung, des Mindestlohns. des Mindestlohns war genau, die Frage. Ja, ja. Genau. Also die Debatte, die jetzt losgestoßen worden ist oder angestoßen worden ist durch das neue Regierungsabkommen für die Jahre 2017, 2018, hat sich das zum Ziel gesetzt, dass man einfach hergeht und sagt, okay, es gibt 300.000 Jobs in Österreich, die verdienen für Vollzeitarbeit weniger wie 1500 Euro brutto. Also das ist wirklich eigentlich nicht wirklich zu glauben, dass das betrifft ja auch für sich nur ganz wenige Berufsgruppen, oder? Das sind zum Beispiel die Friseure, die ein bisschen drunter liegen. Also aber wäre es dann nicht sozusagen eine Aufgabe von der Teilgewerkschaft, quasi für die ordentliche Verträge einfach auszuhandeln? Es gibt Bereiche, ja, da kann man es eventuell nur aushandeln, und es gibt andere Bereiche, die kann man irgendwie nicht greifen. Das ist der Gewerkschaft bisher und natürlich auch den Parteien bisher vielleicht nicht möglich gewesen. Also
Bitte, was so gewerkschaftliche Fragen betrifft, bin ich zu wenig affin, dass ich da detaillierte Fragen beantworten könnte. Aber um was mir geht, ist, ich bin 2013 angetreten mit der Forderung 1700 Euro Mindestlohn. 2013. Genau, das ist nichts. Also mittlerweile sind einige Jahre wieder verstrichen. Die Inflation hat zugeschlagen, es sind die Mieten in die Höhe gegangen. Also, dass man jetzt von 1500 Euro Mindestlohn redet, ist das Mindeste. Also wir müssten bei Weitem davon reden, dass man von 1,7 brutto überhaupt diskutiert als Untergrenze, und das hat man auch in großen Teilen noch nicht. Und die 1,5 sind rund 300.000 Menschen in Österreich, wo 2/3 davon Frauen sind und Frauenberufe, genau eben diese Friseure etc., die erwähnt worden sind, denen damit geholfen wäre. Und das meiner Meinung nach nur fair wäre. Aber denkst du nicht, vielleicht wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von dieser Reinigungskraft nach Handelskollektivvertrag hernehmen, ne? Dass die nach 10 Jahren Berufserfahrung oder ja, Dienstjahren nur 20 Euro mehr verdient, müssen wir da sozusagen nicht um die Lohnentwicklung eine Debatte führen? Ja? Ebenfalls, also kann ich voll und ganz unterstützen. Ist meiner Meinung nach unglaublich, dass das sein kann, dass nur 20 Euro mehr für 10 Jahre Arbeit. Also da haben wir in anderen Bereichen Gehaltssprünge, wo man mit den Ohren schlackert, und da, wo es wirklich essentiell ist, und Reinigungstätigkeit ist so ein Bereich, weil wer kann sich ein Krankenhaus vorstellen, wo keine Reinigungstätigkeiten geführt werden? Also das ist mindestens genauso effizient wie andere Jobs, die im Krankenhaus sind. Es ist einfach nötig. Es braucht jeder. Und wieso macht man da sich eine Abstriche und sagt, okay, und das ist nur das wert? Das ist meiner Meinung nach einfach nicht nachvollziehbar. Gehen wir noch einmal kurz in Richtung Eurofighter WU-Ausschuss. Ja? Und zwar beim ersten WU-Ausschuss, da hat an und für sich die beteiligten Parteien sozusagen, die haben es nicht einmal geschafft, sondern einen gemeinsamen Bericht irgendwie rausbringen. Es ist in einem Minderheitsbericht der SPÖ, aus dem geht hervor, dass vom fehlenden Ersatzteillager bis zu überhöhten Betriebskosten etliche Fehlleistungen seitlich des Herstellers einfach zu bemängeln sind. Ja. Man konnte aber trotzdem damals schon nicht aus dem Vertrag aussteigen. Warum wird das heuer anders sein? Die Frage wird sich stellen, ob es anders sein wird, was den Vertragsausstieg betrifft. Also deshalb ist ja genau diese Anzeige auch eingebracht worden vom Verteidigungsministerium, dass man das Ganze nochmal aufrollt, dass man nachweisen will als Staat, dass es zu Täuschung gekommen ist, dass man geirrt hat über den Verhandlungsgegenstand, dass dann etwas vorgemacht worden ist, was gar nicht so gewesen ist. Das Ganze aufzurollen, das ist Aufgabe dieser Anzeige sein. Als Untersuchungsausschuss ist unsere Aufgabe, die politische Verantwortlichkeit dahinter zu hinterfragen. Wer hat wie wo profitiert? Woran also spricht die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung? Genau, also es ist ja damals unter Schwarz-Blau angekauft worden. Warum hat man sich genau für diesen Typ entschieden? Waren doch viele Gutachten auch gesagt haben und Expertisen, dass andere günstiger wären, profitabler oder besser für uns handelbar. Und genau diese Entscheidung ist aber genau getroffen worden auf den Typ Eurofighter. Und das ist zu hinterfragen. Da müssen wir einfach die Personen nochmal befragen, die im Eurofighter 1 Ausschuss nicht nach Wahrheitspflicht Aussagen haben müssen. Das ist jetzt gegeben. Es hat auch der Rechnungshof in Rechnungshofberichten etliche Male mit Personen in Kontakt aufgenommen und hat sie befragt, aber eben nie unter dem Punkt, dass es eine Wahrheitspflicht gibt, auf die er jetzt ganz schön softige Strafen stehen, weil man merkt, okay, es kommt zu Falschaussagen. Das Problem mit diesem Abschlussbericht soll es hoffentlich auch nicht mehr geben, weil der zuständige Verfahrensrichter schlussendlich diese Erstabschrift, diesen Vorschlag macht für ein gemeinsames Schlussprotokoll, für einen gemeinsamen Schlussbericht. Aber ob was rauskommt oder nicht, im Vergleich Hypo, Eurofighter oder wie immer, ich glaube, die zentrale Frage, und das war das, für was ich vor jetzt mittlerweile schon 2 Jahren immens eingetreten bin, weil es mir so wichtig war. Untersuchungsausschüsse, ob sie jetzt konkret in dem Fall oder in dem Fall was bewirken und den zur politischen Verantwortung bringen oder nicht, das ist die eine Frage. Aber die andere, die mir viel wichtiger ist, ist, dass damit ein Instrument geschaffen worden ist. Untersuchungsausschüsse als Minderheitenrecht. Das heißt, nicht mehr die Regierung muss sagen, okay, ich kontrolliere mich selbst und werde schon wissen, wie genau ich hinschaue. Sondern die Opposition kontrolliert die Regierung. Und das ist damit gefallen. Und das ist genau das, was man damit geschaffen hat. Deshalb habe ich mir damals ja eigentlich auch die Skifahren eingezogen, weil ich mich zu einem Zeitpunkt ausgesprochen habe als Minderheitenrecht für den Untersuchungsausschuss, wo es noch nicht Mehrheitsmeinung war. Aber ich habe recht behalten, und mittlerweile ist es so und ich freue mich. Und ich glaube, man muss Leuten keine mediale Bühne bieten, wie jetzt am Peter Pilz, dass man hergeht und sagt, okay, das könnte eine One-Man-Show werden. Nur solange die Medien diesen immensen Blick auf die Untersuchungsausschüsse richten. Aber wenn es zur Normalität wird, wenn es zur täglichen Arbeit dazugehört, dass
Regierungsentscheidungen einfach per Untersuchungsausschuss analysiert werden können, die Dokumente vorgelegt werden müssen, nichts mehr geschwärzt werden dürfen, dann ist das ein Kontrollinstrument. Und dann hoffe ich ja, dass es dazu beiträgt, dass keine krummen Dinge nicht mehr gedreht werden können. Das heißt, Behörden, geschwärzte Behördenunterlagen und solche Dinge oder gar nicht ausgehändigte Unterlagen sozusagen, das wird es nicht mehr geben. Es hat dazu einen Entscheid gegeben, weil es beim letzten Hypo-Untersuchungsausschuss kurz probiert worden ist. Und die Entscheidung hat darauf gelautet, dass es nicht mehr vorkommen darf, weil eben wir haben diese Sicherheitsstufen, die vergeben werden können. Mhm. Und wenn ein Inhalt so brisant ist, dass man Schmerzen hätten müssen, dann muss er einfach höher mit der Sicherheitsstufe festgelegt werden und dann wird es halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Aber wir dürfen es zumindest lesen, wir dürfen es wissen und wir können es in einen Gesamtrahmen dann einordnen. Mhm. Und was würdest du dir sozusagen von der Neuauflage des Eurofighter-Ausschusses jetzt konkret erwarten? Also auf der einen Seite natürlich die politische Verantwortlichkeit, dass man nachzeichnen kann, wer hat profitiert. Es ist auch angedacht, dass natürlich die Kooperation mit der Staatsanwaltschaft gibt. Also jeden Funken, den wir beitragen können, sollte hilfreich sein. Und das aufkommt wirklich, wo ist Schmiergeld geflossen und wer hat profitiert. Aber ist das nicht damals schon die Riesenkontroverse im Enster Foyer und so weiter, um diese Schmiergeldzahlungen und so weiter, die sind ja an sich nicht wirklich bewiesen worden, ne? Das wird Aufgabe des jetzigen Untersuchungsausschusses sein, dass wir die Dokumente vorgelegt werden. Also wir müssen sie vorgelegt bekommen und das Verteidigungsministerium kooperiert dieses Mal, was ja letztes Mal unter dem letzten Minister nicht der Fall war. Ja, an und für sich ist es so, dass du sozusagen im Hypo-U-Ausschuss noch Ersatzmitglied warst und jetzt quasi Vollmitglied beim Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Ist aber so, dass du in der Landespartei gegen Ende 2016 ein bisschen Gegenwind bekommen hast. Und es ist ein bisschen verwunderlich sozusagen, dass es in der Landespolitik ein bisschen kracht quasi und du aber im Parlament praktisch eigentlich einen tollen Rückhalt hast. Ja? Mhm. Andrea Schieder spricht dir sein Vertrauen aus, hat gesagt, sie hat bewiesen, dass sie arbeiten kann und deswegen auch Mitglied im Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Wie passt das zusammen? Also ich bin einfach der Überzeugung, erstens freue ich mich über diese Unterstützung, die mir da auf Bundesebene zuteil wird. Das heißt für mich einfach, dass die Leistung, die ich bringe, wertgeschätzt wird. Also zuerst Ersatzmitglied und die Arbeit hat passt. Und darum bin ich gefragt worden als Hauptmitglied, ob ich teilnehmen möchte, ob ich mich einbringen will. Das heißt einfach Wertschätzung meiner Leistung gegenüber. Ja, das ist der unterschiedliche Zugang, wie man mit Kritik, wie man mit Personen umgeht, die ihre eigene Meinung sagen dran. Und mir ist nicht wichtig, dass ich ein ruhiges politisches Leben habe. Und wenn meine politische Karriere mal zu Ende ist, dann will ich einfach wissen, ich habe mein Bestes gegeben. Wie auch immer, von welcher Seite damit umgegangen wird. Wenn es wertgeschätzt wird, freue ich mich. Wenn nicht, dann ist es die Entscheidung dieses Personenkreises. Und wie bist du selber zufrieden sozusagen mit deiner Zeit als Nationalratsabgeordnete? Kannst du irgendwie ein Zwischenresümee ziehen dazu? Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich bisher mein Bestes gegeben. Ich habe mit viel Wider, also Gegenwind zu kämpfen gehabt, habe aber trotzdem immer versucht, dass ich meiner Linie treu bleib und das kann ich von mir behaupten, dass ich gemacht habe. Also ist das mit viel Idealismus gemacht? Mit Idealismus angegangen und werde so weiterführen. Daniela Holzinger, vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir freuen uns auch, wenn Sie nächstes Mal wieder reinklicken bei den Idealism Prevails Kitchen Talks. Bis dahin, alles Liebe. Idealism prevails. Make the world a better place.